Ihr werdet jetzt theoretisch live, es läuft noch Werbung. Hallo Dame. Und was hast du zum Wetter? Schnee, ne? Das erste Mal. Naja. Ja. Zum ersten Mal in seinem Leben sieht Olaf Schnee. Ja. Weißen Schnee. Ich komme aus Frankfurt. Vorher da. So, er war der eher so grau und schwarz. Weißen Schnee. Der Dingsberg ist ja gesperrt worden heute. Feldberg, ne? Feldberg ist gesperrt worden, weil sind Bäume umgeknickt wegen des Schnees. Im Ernst? Wow. Ja. Ich dachte, so peinliche Dinge passieren nur im Münsterland, wo wir ein Jahr, das halbe Ostmünsterland, das halbe Westmünsterland, wochenlang keinen Strom hatte, weil Schnee auf die Stromleitungen gefallen war, angeschmolzen und dann wieder gefroren und angeschmolzen, wieder gefroren und dann war da so ein Gewicht drauf, dass es die Stromleitungen umgerissen hat und irgendwie stand alle Münsterland, da ist das hier noch nie passiert. Ja. Und wochenlang warst du an der Uni, welche Leute aus welchem Einzugsgebiet von Münster kamen. Nämlich die, die kaltes und kein warmes Wasser hatten und die warmes Wasser. Wir sind live. Gut. Wir sind live. Wir sind live. Wir gehen gleich essen holen. Ja, so. Egal wann wir Essen bestellen, es kommt immer erst also, in der Streaming. Und egal wann wir anfangen. Herrschaften, die Sachlage ist ernst. Ja, unsere Magierin ist gerade im Sumpf versunken und die ist die Einzige, die das Dokument identifizieren kann. Was machen wir jetzt? Ohne uns geheilt zu haben, also das finde ich jetzt müssen wir zurücklaufen. Nein. Als erstes. Und eine neue Magierin besorgen. Oder wir nehmen alle Dokumente. Alle Dokumente. Bock, das ist eine gute Idee. Du trägst sie. Gut, also. Ja? Zusammenfassend. Was ist passiert das letzte Mal? Weil vielleicht haben wir Zuschauer, die einfach nicht mitbekommen haben. Previously on... Wir waren in Nostria, obwohl wir kurz dachten, es sei Andergast. Aber wir werden nach Andergast geschickt, um eine Schriftrolle zu holen, auf der ein Stammbaum steht. Dafür haben wir auch eine Magierin mitbekommen, die vom Stream Brunhilda getauft wurde. Ja. Das war Jeff letztes Mal von Paizo. Unser Stargast-Player. Die zwar nicht Garetisch spricht, aber lesen kann. Als Einzige und deswegen das Dokument, das wir suchen, für uns identifizieren sollte. Wir sind dann in den Wald ohne Wiederkehr gegangen, waren in dem Wald tatsächlich gar nicht so lange unterwegs, aber wir sind auf einen Wahnsinnigen gestoßen, der Michael angegrabbelt hat und Brunhilde kaufen wollte und ihm Michael dann seinen Schild geklaut hat. Ja. Ja. Ohne dass Michael das mitbekommen hat, wohlgemerkt. Dann sind wir zu einem Sumpf gekommen, wo wir schon sahen, dass da auf der anderen Seite die Burg ist, die wir untersuchen sollten. Ich kann hier nochmal das Bild in die Kamera halten. Ja. Und dort wurden wir erst von den Weiden gehauen, die daneben stehen. Aus Erfahrung weiß da ich, dass ich wenn wir Bild die Weiden halten. Gemieden hätten, uns das Gras geschnitten hätte. Und wenn wir das Gras und die Weiden gemieden hätten, wären wir im Sumpf versunken. Hey! Kein Spielerwissen. Kein Mieterspiel. Ich habe letztes Jahr das etwas weiter, nur einen Hauch weiter gespielt, als wir jetzt sind. Und haben wir aufgehört. Aber da war die in China, das ist entschuldigt. In Kirgisistan. Das entschuldigt viele. Die chinesische Grenze war in Sicht, aber wir waren noch in Kirgisistan. Ja, dann sind wir über den Knüppel dann zum Schloss gegangen. Dort haben wir am Tor rumgebastelt, sind aber nicht reingekommen und haben beschlossen, wir gehen außen rum. Dann war die Zeit vorbei. Brunhilde ist im Sumpf versunken, weil Jeff heute nicht mehr da ist. Und nein, er ist ausgerutscht. Ich habe ihn extra würfeln lassen, solange bis er versagt hat. Also von daher... Und dann ist er im Sumpf versunken. Also ja, genau. Sein Charakter. Ja. Jeff geht's, glaube ich, noch gut. Jeff geht's gut. Ich hoffe, es geht ihm gut. Naja, also auf jeden Fall... Oh, wir haben zwischendurch noch ein illusionäres Monster, aber wen interessiert das? Das war nicht da. Das hat ja nur Schaden. Heute ist der 12. Aber das war ja danach auch wieder alles geheilt. Stimmt. Also von daher, jetzt legen wir los mit dem zweiten Teil von dem Wald ohne Wiederkehr. Und unsere tapferen Helden haben es gerade, nachdem sie ihre Magierin verloren haben, geschafft, die Burg über die eingestürzte Stelle in der Ostwand zu betreten. Ich weiß nicht, ob das hier die richtige Himmelsrichtung ist. Nein, ich habe hier die richtige Himmelsrichtung drauf. Ist immer wieder eine andere. Das da ist Osten. Das ist Osten. Okay. Erinnert sich der Rest auch entsprechend? Nein. Also haben wir zwei. Michael. Ja. Du kriegst gleich wieder willkürliche Abzüge. Wir stehen hier an dem Durchgang im Osten. Ganz und genau. Wollen uns dadurch in hier... Wir sehen, dass da ein paar Gebäude im Inneren genau, sind. Ihr seht entsprechend... Ich glaube, unsere Regiekatze wird das doch entsprechend für die Zuschauer einblenden. Ja, und ich mache das für uns, damit auch wir wissen, wo wir sind. Weil wir nicht das sehen, was die Regiekatze macht. Ja, weil ihr rumlauft. Wenn ihr stehen bleiben würdet, würde sich das auch nicht ändern. Das ist aber relativ undynamisch, dieses Stehenbleiben und nichts tun. Ich dachte, das liegt dir. Ja, dachte ich auch. Nur politisch. Okay, also, Herrschaften, nochmal zurück. Wo da drüben? Ja, wir haben ihr steht in diesem, in dieser eingestürzten Stelle in der Burgmauer. Seht rechter Hand das
aufragen das Hauptgebäude des, der Burg. Allerdings ist da schon klar zu erkennen, dass der gesamte obere Stock eingebrochen ist. Und auch ansonsten sieht das ziemlich beschädigt aus, das Haupthaus. Aber es steht noch. Und dann haben wir ein paar Gebäude, die dort im Burghof stehen. Hier soll ein König wohnen. Ja, was sind denn das für Gebäude? Können wir das von außen ihre Funktion erkennen? Ich finde es auch irgendwie ziemlich verdächtig, dass sie jetzt erst auf die Idee kommen, die Schriftrolle aus dieser Burg zu holen, die eindeutig schon seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr bewohnt wird. Nein! Das sieht schon nach so mehreren Jahrzehnten aus. Vielleicht sieht es so aus, aber das muss ja Gründe haben, dass es so aussieht. Weil es das eindeutig nicht die so aussieht, als wäre sie seit mehreren Jahrzehnten. Sehr gut. Hier muss irgendetwas Dramatisches also geschehen sein. Oder das ist einfach menschliche Baukunst. Das ist... Hey! Spezies! So, du hörst mir weiterhin zu? Sehr gut. Also, die hinteren beiden Gebäude sehen aus, als wären... Die hinteren beiden Gebäude sehen so aus, als wären sie einfach irgendwelche kleineren Quartiergebäude. Also, wahrscheinlich für irgendwelche Bewohner der Burg, die aber nicht im Haupthaus residieren. Wie groß ist ein Quadrat in etwa, damit wir das einschätzen können? Ein Quadrat ist etwa 4 Meter groß. Okay, also 4 mal 4 oder 2 mal 2. Und das andere, das große Gebäude, was mehr oder weniger direkt von euch zu sehen ist, ist, es sieht aus wie eine Scheune oder ein Stall. Ich habe übrigens einen Merchandise-Vorschlag, den Wackel Michael, den man nur anstupsen muss und dann macht er mal eine Suche. Meinst du so? Mhm. Wahlweise auch. Ey, sie hat mich dazu animiert. Also soll ich das auch mal anschubsen? Nein. Gut, also, wo darf es hingehen? Wollen wir das der Reihe nach machen? Ja, gehen wir mal zum Stall. Und wollen wir zusammenbleiben? Ja. Ja, genau. Wenn ihr euch trennt. Moment, waren wir nicht vorher hier mal? Ja, und da war der Gang zugeschüttet und dann hat Bock einen Stein nach dir geworfen und dann sind wir Haben wir gesagt, der stürzt sowieso gleich ein, da ist ein Stein fast auf mich gefallen, deswegen sind wir außenrum hier. Okay. Die Wände hier. Bist du jetzt ein Stein auf dich gefallen? Ja, ja. Bist du jetzt bei uns? Hier, die Wände sind auch tatsächlich durchgängig und so, dass wir hier durch diesen Eingang gehen müssen oder haben wir eine andere Möglichkeit, auch noch reinzuschauen von außen? Nein, also da ist es tatsächlich so, dass ihr momentan nichts einsehen könnt. Dann gucken wir erst die Kleinen. Vielleicht finden wir ja noch was, was bei den Großen hilft. Ich gehe links um den Stall herum und schaue hinein. Ich schleiche hinter Lubor her. Ja, ihr geht entsprechend an der Burgmauer entlang und kommt damit auf die andere Seite. Ihr seht dann auch tatsächlich, dass dahinter den zwei kleinen Gebäuden noch ein größeres Gebäude ist. Dieses größere Gebäude ist auch insgesamt etwas trutziger gebaut und eindeutig hat auch von außen noch einige Schäden abbekommen, wo die anderen relativ unversehrt eigentlich sind. Auch wenn hier alles, so wie wir schon festgestellt haben, seltsamerweise ziemlich verfallen und verlassen wirkt. Okay, das Gebäude, vor dem ihr aktuell steht, mit der komischen gewölbten Wand, hat eine Gittertür. Ihr steht vor einer Gittertür, die über die gesamte Breite des Gangs, was für ein Gang? Bist du sicher, dass du im richtigen... Ich bin völlig richtig. Okay, also da ist eine Gittertür, die augenscheinlich den Eingang darstellt. Ich hab's gesagt, oder? Na, egal. Das Metall des Gitters wirkt angerostet und hinter dem Gitter sind nur undeutliche Schatten erkennbar. Ich stoße die Tür auf. Nein, merke ich auch. Ich zeige, dass ich ernst meine. Klong. Ich fühle mich nicht ernst. Hinter der Tür liegt ein von Westen nach Osten 14 Meter langer und 10 bis 12 Meter breiter Raum. Die Nordwand des Raumes ist nach außen gewölbt. Mehrere Fensteröffnungen sind mit Holzläden verschlossen, deswegen konntet ihr nicht rein. Daran haben die gedacht. Krass, aber. Ja, aber kann ich nicht die Fensterläden von außen aufmachen? Nein, die sind von innen verschlossen. Dadurch fällt kaum Licht in das Innere und Helden, die keine Fackel entzünden, sehen ab hier nichts mehr. Ich nehme eine meiner neuen Fackeln und entzünde sie. Mit dem Feuerstein und Stahl, den ich ebenfalls noch habe. Feuerstein, Stahl und Zunder, den ich noch übrig habe. Wie machst du das denn mit Feuerstein und Stahl? Zeig mir das mal. Mach das nochmal ein bisschen, dann glaube ich dir, dass das klappt. Darf ich nicht würfeln? Nee, ich finde das eigentlich sehr cool, wie du das gerade machst. Wenn du es noch einmal machst, geh die Fackel an. Möchtest du das im Kampf auch von mir sehen? Wie ich zuschlagen mag? Mal gucken.
Ich bin nicht mehr. Komm, einmal noch. Hallo. Ja. Sehr gut. Okay, also die Fackel geht an nach einer Weile. Mann, hat das gedauert. Ja. Und dann liest der Meister. Und Helden, die keine Fackel entzünden, sind kaum in der Lage, etwas zu erkennen. Aus den Tiefen des Raumes dringt ein unheimliches Kratzen. Toll, ja, ein Kratzen. Passenderweise macht die Katze gerade im Hintergrund Geräusche. Ja. Ich glaube nicht, dass das Mikro das aufnimmt. Nein, es knupselt und knirscht. Ich gehe weiter. Ich folge Nuba. Ich folge Nuba und Bock. Okay, also... Hörst du auch dieses unheimliche Kratzen? Klingt, als würde er erkennen, Schmatz. Also, die, im Licht der Fackel erkennt ihr außerdem, dass die, also eindeutig war es der Stall. Man sieht entsprechend noch die einzelnen Boxen. Stall mit einem Eisengittertor. Ist in den Boxen noch irgendetwas? Ist da verfaultes Stroh oder vielleicht sogar Pferdeskelette? Also, tatsächlich ist im ersten, wo du reinguckst, tatsächlich liegt Stroh auf dem Boden. Das ist aber tatsächlich schon echt verfault, also verschimmelt schwarz inzwischen. Und es riecht hier drin natürlich auch entsprechend angenehm. Und dieses komische Schaben und diese Geräusche kommen aus dem hinteren Teil des Stalls und scheinen aber auch lauter zu werden. Ich packe meine ineffiziente Axt fester. Ja, das ist ein cooler Move. Was macht denn Bock, außer die ganze Zeit rumzustehen? Ich folge ihm. Das ist nur sie. Ihr. Nein, sie folgt mir, ich folge ihm. Ich habe doch nicht gesagt, dass ich weitergehe. Achso. Bumm. Weitergehen. Okay, ihr seid jetzt mal alle ineinander gelaufen. Und. Ich hätte meine Axt vielleicht nicht hochgezogen. Du rammst Bock deine Axt in den Rücken. Ich glaube nicht, dass es hier Dokumente gibt. Was, wenn da hinten Dokumente liegen, die hier versteckt wurden und sie gerade von Ratten gefressen werden? Was dieses komische Geräusch verursacht? Menschen verstecken viele ihrer Wertsachen bei ihren Tieren. Oder in ihren Tieren. Hab ich gehört. Ja, dann gehen wir gucken. Wir gehen gucken. Okay, du machst gerade einen Schritt weiter rein in den Raum. Also in diese Stallgasse. Und wirfst aber nochmal einen Blick jeweils nach rechts, nach links. Guckst eben... Was da los? Das sind halt überall tatsächlich weiter Boxen. Der einen direkt rechte Hand. Die als zweites kommt, ist dann tatsächlich auch ein Pferdeskelett eindeutig am Boden. Das sieht aber auch aus, als hätte irgendjemand dieses Pferdeskelett halb in der Box verteilt in alle möglichen Richtungen. Und in dem Moment kommt was aus dem hinteren Teil auf euch zugerannt. Eine steppende Ratte. Kommt was aus dem hinteren Teil auf euch zugerannt. Und es ist so groß, dass es dich mehr oder weniger direkt anfällt. Ich hau mit der Axt. Nein, warte. Was auf euch zugerannt kommt, ist ein riesiges, käferartiges Vieh mit so fiesen großen Zangen und das stürzt sich wirklich auf dich, wenn du vorne stehst. Das hat so, sieht ein bisschen aus wie so ein Gürteltier. Nur als Käfer. Und hat große Zangen nach vorne und stürzt sich auf dich. Ihr habt eine Gruftasen gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Ich wünschte, ich hätte ein Schild, um mich zu verteidigen. Ja, hättest du den mal nicht verloren. Ja, der wurde mir gestohlen. Ja, erfolgreich, vom Rücken geklaut. Und du hast es nicht mal mitbekommen. Ja, war sehr zärtlich. Ja, und du mochtest es auch ein bisschen. Würfen wir Inni? Ich dachte, die ist doch nur Mut. Ja. Das ist die... Das ist der Commercial Break für unser Essen. Weil wir haben zwar tatsächlich wirklich früh genug bestellt, aber es kam einfach nicht, bis wir angefangen haben. Und deswegen. Da aber zum Glück ja nur die Katze das Essen holt, können wir. Genau, ja, die Regiekatze holt das Essen. Danke, Regiekatze. Wir haben Mut. Ihr habt recht. Falsches Spiel. 12. So, und 12 du hattest. Du bist ganz mutig, ein 8, ne? Ja, ich hatte das doch mal aufgeschrieben. Da sind wir. Sehr gut, ich habe das alles schon. Ich habe diesen tollen Beinamen, die Feige. Sehr gut. Und, wenn ich irgendwann mal Mut steigere, dann behaupte ich später, das wäre das Obst gemeint gewesen. Ich weiß nicht, ob das alles besser macht, aber... Nein, macht es nicht. Nein. Wenn ich dich jetzt als Feige bezeichnen würde, findest du das ein niedlicher Kosename? Hallo! Nein. Timeout! Schluss, schon aus, auf weitere Assoziationen werden da nicht... Wofür es als Euphemismus benutzt wurde. Gut. Okay. Du bist dran. Wie? Ja, ich attackiere die Gruftassel in meinem Gesicht.
Mit meinem Krummsäbel. Ja, die springt ja auf dich zu. Du kannst also direkt einfach mal nach, du kannst einfach mal nach hier schlagen. 20. Hey! Du bist so überrascht, dass du gerade feststellst, dass du zuhauen willst, dass du nicht mal deinen Säbel gezogen hattest. Haha! Du hattest nur die Fackel in der Hand und keinen Säbel in der anderen, weil du hast nie gesagt, dass du ihn gezogen hast. Von daher versuchst du nach ihr zu schlagen und wahrscheinlich hättest du sie getroffen, wenn du einen Säbel in der Hand gehabt hättest. So, schade, leider nichts. Ich sehe jetzt gerade erst, dass auf deinem Charakterporträt 5 verschiedene Waffen sind, von denen 4 durchgestrichen sind und über neue Hinweise. Bruchfaktor! Guter Mann. Was passiert bei dem Patzer? Das ist ja kein Patzer. Ich patze nicht? Nein. Dieses ästhetische Kunstwerk. Ja, wunderschön. So, also, Bock. Ja, dann nehme ich meinen Schein. Du merkst das augenscheinlich, dass, so wie es aussieht, Nubor... Augenscheinlich? Dass Nubor versucht, die Kruftassel wegzuwedeln. Also kämpfen wie Männer. Und das ist nicht sehr effektiv. Nicht effektiv ist dabei. Möchtest du ihm zur Hilfe eilen? Kruftassel springt dich an. Ich falle ihm mal zur Hilfe mit dem Steinbeil. Du fällst zur Hilfe? Mit dem Steinbeil? Ja, ich habe... Das ist noch das einzige Waffe, die noch funktioniert. Die ist besser als das Messer. Ich habe noch sonst keine Waffe? Nein. Was ist mit deiner Waffe? Hast du nicht mein Stemmeisen? Irgendein Ex-Mensch hat sie mir zerbrochen. Ja, aber wir sind doch inzwischen ein ganzes Abenteuer weiter. Ja, er hat jetzt eine Axt gekauft, die dann zerbrochen ist. Ja. Wo ist sie zerbrochen? Ach, bei dem Kampf gegen das gegen die Illusionäre, gegen das Illusionäre. Wow, das Illusionäre Monster hat durch einen Bruchfaktor-Test die Axt. Tatsächlich bin ich gerade völlig überfragt, wie man. Ich glaube, wir haben eigentlich nicht eingekauft, glaube ich. Doch. Ich habe eingekauft. Ich habe mir eine Axt gekauft. Ich habe mir ein Schild gekauft. Okay, augenscheinlich hat der Zwerg lieber sein Geld versoffen und hat deswegen jetzt nur die Steinaxt. Okay. Haben wir Bruchfaktor gerade? Nein. Ich muss es ja einwenden. Ich verfehle. Sehr schön, das macht es einfach. Dann darf jetzt die Kruftassel endlich Nubor anfallen und verfehlt klassisch. Hängt sie jetzt in seinem Gesicht? Nein, sie hat versucht, sie zu beißen, ist nach ihm gesprungen. Hat, zumindest hat das Wedeln, was er da gemacht hat, einen großen Vorteil mit sich gebracht. Das hat die Kruftassel völlig verwirrt, sodass sie an ihm vorbeigesprungen ist. Das heißt, sie steht jetzt mehr oder weniger zwischen dem Zwerg und Nubor. Und du hast durchaus die Möglichkeit, wenn du den Schritt über so eine von diesen Boxenöffnungen machst, dass du auch noch auf das Vieh schlägst. Ich hatte ja eigentlich vor, dann nach Nubors Gesicht zu hauen, um die Assel zu treffen, aber ich schwenke jetzt um, nur auf die Assel zu hauen. Also du kannst trotzdem auch einfach so Nubor schlagen. Nein. Der hat schon, sein Schicksal ist schlimm genug. Das geht gar nicht. Aber okay, du darfst gerne auch versuchen, die Assel zu hauen. Das kriege ich sogar hin. Oh, jemand, es passiert was. Diese Assel hat eine Parade. Ich möchte das an der Stelle betonen. Wie zur Hölle? Kann eine Assel parieren? Sie pariert nicht. Ich hätte nämlich jetzt auch gerne die Beschreibung gehört, was passiert. Ich werde dir das beschreiben in dem Moment, wo es notwendig wird. Das sind 7, 8 Trefferpunkte. Ich bin ja voll stark. 8 Trefferpunkte. Okay, du stellst fest, als du draufhaust, dass diese Kruftassel einen Panzer hat. Das ist nicht besonders verwunderlich, weil das haben solche Tiere gerne mal. Aber... Der aber rein theoretisch nicht aus Chitin sein kann. Denn wenn es aus Chitin wäre, könnte dieses Tier nicht mehr leben, weil es dann kein ausreichendes Innenvolumen hätte, wenn man es dick genug macht, dass der Panzer stabil ist. Ja, das stimmt. Boah, jetzt brauchen wir nur noch einen, den das interessiert. Also, das ich ist Chitin. Klugscheißen 1, ich muss das ausspielen. Okay, du kriegst hier mit offiziell Klugscheißen 2. Und Klugheit 12. Allein für diesen Beitrag kriegst du Klugscheißen 2. Danke. Vielleicht ist die Luftfeuchtigkeit in der Natur aber viel höher, deswegen ist es wirklich. Das hilft aber trotzdem nicht bei dem Stabilitätsfaktor. Das hilft nur bei. Okay, Schluck! Du bist nicht da! Ja, die Heimluft von Aventurien, ja, das musst du auch nicht. Ich darf auch schon ein Käfer größer werden. Ja, es gibt nämlich zwei verschiedene dran. Faktoren. Nein, ich bin dran! Das Wachstum Nein, von die haben einfach der Biologin neben dir. Ich bin mitten in der Beschreibung. Die Gruft aus der Lache schon. So, das reicht. Wenn ihr nicht sofort still seid, gibt's einfach Schaden. So. Also. Ich habe mir notiert, dass mich zuletzt die Magierin noch geheilt hat. Kriege ich auch Schaden? Ja. Auch die Katze kriegt Schaden. Oder ich behalte einfach mich als Essen ein. Also ihr könnt nicht entscheiden, was ich tun will. Kollektivstrafen sind nicht cool. Wenn ich es auf den Tisch stelle, kriege ich wieder Ärger. So. Wir waren an der Stelle, wo du das Chitin... Das Pseudo-Chitin. Ja. Das... Okay. Dann wird das Wort Chitin hier nicht mal benutzen. Den Panzer. Der Panzer ist gar nicht so dick, wie du das vermutet hättest, weil nach deiner Axt durchdringt den nach doch ziemlich wenig Widerstand und schlägt dann mitten in dieses Vieh rein und es gibt so ein fieses Schmatzen, so ein Knack, ein kurzes Knacken und dann so
So, klingt echt eklig. Als du damals, wie viel Schaden hast du gemacht? Acht. Ach, das war ja gar nicht so schlecht. Viel. Ja, wonach denn du, Boah? Und du ziehst und deine Axt wieder raus. So eine Spur und von genau, Fliegen. Es kommt so ein Schleim. Mm. Der dann mit raus. Bitte Nubo ins Gesicht, damit er testen kann, wie es schmeckt. Etwa dahin. So, okay. Ja, also, wonach schmeckt es denn, Nubor? Die erste war ja, dran, und Nubor ist wieder dran. Eine 6, ich treffe. Oh. Die Assel pariert. Und wie? Also, du ziehst deinen Säbel und versuchst, die Assel zu stechen. Und in dem Moment greift sie mit ihren Zangen zu und hält deinen Säbel fest. Das bedeutet... Oh. Hab ich nach Essen gefragt? Der Chat hat danach gefragt. Muss ich jetzt auf meine Pizza verzichten, damit ja. du eine Einwendung bekommst? Ja, du kannst. Bruchfaktor! Geschafft. Ja, die Assel auch. Du hast aber bestimmt gar keinen Wert dafür stehen. Worauf würfelst du? Ich tue einfach so, als würde ich auf irgendwas werfen, damit du das Gefühl hast, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. 7 Schaden. Ja, okay. Step. Boah. Kann ich sehen, was da drin ist? Hähnchen vielleicht drauf ist. Also ich finde das völlig in Ordnung, wenn ihr abgestimmt habt, dass das Essen gezeigt wird. Deswegen aber es kommt nicht auf den Tisch. Was? Ist okay. Nicht mitten im Kampf. Ihr könnt danach die Gruftassel essen. So. Du verfehlst. Okay. Ich würde mich ranhalten. Spielleiter Willkür. Danke. Gastgeber Willkür. Die Gruftassel ist dran und versucht zurückzubeißen, nachdem sie deinen Säbel abgewehrt hat. Und trifft. Ich pariere nicht mit einer 20. Du bist doch so verwirrt, als du seinen Säbel zurückziehst, dass du nicht bemerkst, dass die Gruftassel dir ich möchte ins mal Bein beißt. Mitbringen. Die werden nicht so manipuliert wie meine. Das wäre langweilig. Musst du mal schauen, ob da auch eine 1 drauf ist. Du nimmst 6 Punkte Schaden. Okay, 2 kommen durch, da ich mein Kettenhemd trage. Ja. Am Fuß, egal. Das sind Kettenbeinlinge. Ja. Weg. Pock. Das Vieh ist größer als du glaubst. So, das ist wirklich schon so ein monströser Assel. Das sind keine Orks. Leta trifft wieder. Und ich darf nicht parieren. Leta macht 10 Schaden. Oh Gott, Hilfe! Ist das wichtig? Du hast eine höhere Stärke, ne? Ja. Du bist so ein Monster. Leta. Leta stark, aber feige. Stark feige. Seltsame Assoziation. Du warst schon. Ich war schon. Okay, ich ignoriere dich. Ja. Damit ist Nubor wieder dran. Nubor. Von Natur aus breit sein. Nubor. Hä? Ist das Viech noch nicht? Also ab hier. Ich verfehle. Wenn ihr es breit, ist ein guter Slogan. Wenn ihr es nicht tötet, gibt nie Essen. Ne? Ich habe verfehlt. Ja, vorbei. Ich greife an. Er verfehlt. Na, ich bin dran. Ich weiß, ich habe mir schon mal meinen Würfel genommen. Achso, beißt. Vorbei. Leta trifft. Nicht mehr halt, ich hab noch eine Parade. Wieso hast du noch eine? Die Runde hat sie noch nicht pariert. Da muss man mitzählen. Nein, nicht pariert. Das ist eine 6 dann in dem Fall das Auge. Ne? Ja. 11 Punkte. Lass die Katze. Katze. 11? 11. Wow. Okay, also du hackst auf diese Assel ein und es fliegen inzwischen so richtig Brocken weg. Also der Panzer, aus was auch immer er besteht, hat an einigen Stellen inzwischen schon so richtig große Risse und hängt dann auch nur noch so in Teilen ab. Also, und Nubor kriegt inzwischen schon so richtig Hunger. Wie beim Mutti. Du bist dran. Eine 7, ich treffe. Ich pariere. Das weiß ich nicht. Doch, pariere. Bruchfaktor! Ja. Die Assel ist auch noch heim. Bock. Ich treffe! Nein. Doch. Endlich. Okay, mach mal Schaden. Das sind 6. 6? Damit. Also sie zuckt noch. Also so Beinchen und Fühlerchen und alles zuckt doch. Aber sie ist eindeutig schwer verletzt und läuft auch in allen möglichen Ecken und Enden aus. Will sie angreifen? Oh, ja. Super. Treffer. Eine 8, ich pariere. Bruchfaktor! 4. Ja, sie ist noch heil. Ich treffe nicht. Nubor, du hast das Recht, endlich auch mal. Eine 2. Sie das ist kritisch. Doch, das ist ja die neue Runde. Aber es ist meisterhaft.
1 und 2. Die Diskussion haben wir jedes Mal, ne? Nein. Du behauptest nur die ganze Zeit, dass es nicht so wäre. Ich will nicht, dass es so ist. Das ist eine Gelegenheit, während du nachschlägst. Dass könnten wir anfangen zu essen? Nein. Also theoretisch oder praktisch? Er ist ein harter Chef. Also es ist ein autoritärer Stil, das ist... Unerträglich, ja. Damit kann nicht jeder, Michael. Ja, zu Recht. Wie ist denn so der Alltag bei euch, bei Ulysses? Darüber kann ich jetzt nicht offen sprechen. Der glorreiche Anführer ist hier und plötzlich. Lang lebe Markus Plötz. Das ist jedes Mal wieder richtig. Gut, okay. Also, ja, es ist, ich kann nicht parieren und du... Wurde im Stream gefordert, dass du ihnen das Fünf Essen Schaden. Zeigst. Fünf Schaden. Okay, ihr seid tot. Boah, jetzt sieht's aus, als wären ihr alle in einer riesigen Pizza. Ich will in einer riesigen Pizza setzen. Die Gruft auflässt. Tot. Nube machen kann, wir kriegen das Scheißvieh. Ole. Deine, oder? Ja, natürlich, das hackt euch drauf. Ach, du hast tatsächlich eine gekriegt. Ja. Gut, also ihr habt die Gruftassel in viele kleine Stücke zerhackt. Ja. Das ging auch vergleichsweise sehr schnell, weil das Tier war auch alleine und hat sich hier freudig eingenistet. Was macht ihr jetzt in den Stallungen? 21 oder 13. Ich hatte die 15. Gibt's nicht. Das ist ein Salat. Das ist ein Salat, ja. Ich, Mit dem Stück Assel im Mund, ja, machst du was? Ja, das ist wie Hackfleisch, roh am besten. Tier in seiner edelsten Form. Reines Protein. Ja. Die WHO empfiehlt, darauf umzustellen. Auf Insekten. Regiekatze, ihr Essen. Ich untersuche den Stall weiter. Das Tier muss ja irgendwo hergekommen sein. Du gerätst jetzt... Also was du tatsächlich doch findest, und ich gehe davon aus, ihr macht was Ähnliches, wenn ihr soweit durch seid, damit die Assel zu zerlegen... ist, dass hier nichts mehr lebt. Selbst Ratten sind hier aktuell nicht präsent. Die werden jetzt wahrscheinlich wieder einziehen, nachdem die Assel tot ist. Und die Assel hat sich wahrscheinlich an den Tieren, die hier drin noch gelebt haben, mögen oder die zumindest hier noch lagen, ob die gelebt haben oder vorher schon erschlagen wurden, ist nicht mehr zu erkennen, ziemlich gütlich getan. Und weil überall in den Boxen liegen Reste von Knochen, also die meisten wild verstreut, aufgebrochen, das Mark auch rausgesogen. Und sehr gründlich. Man nimmt, was man kriegen kann. Es muss alle Menschen hier getötet haben. Niemand mehr hat die Pferden mitgenommen oder freigelassen wenigstens. Die Assel hat alle getötet. Wobei mit Pferden durch den Sumpf reiten, stelle ich mir auch nicht so gut vor. Du bist ein Zwerg, ne? Du hast eine Zwergennase. Ne? Mhm. Und du findest nichts. Ja. Gut. Also ihr findet selbst nach einigen Suchen nichts außer Stroh, Knochen und irgendwas, was sich im Nachhinein als Asselkot herausstellt. Dann gehen wir mal ins nächste Gebäude. Ich schätze trotzdem nicht, dass das hier nur durch eine Gruftassel-Wanderung... Gehen wir das nochmal wissenschaftlich an. Bis jetzt haben wir nur die Gruftassel gefunden. Das heißt, die bisherige Wissensstand sagt, die Gruftassel muss dafür verantwortlich sein. Diese eine Gruftassel? Das ist jetzt nun wiederum eine Erklärung, die so viele zusätzliche Annahmen erfordert, wie zum Beispiel... Du brauchst noch 9 andere Burgen und 9 andere Gruftassel. Meine entsprechend große empirische Menge von Burgen und Gruftassel zu haben. So. Ich glaube das nicht. Hallo. Wir haben noch einen ganzen Pizza, Hof. Ja. Ich geh ins nächste Gebäude. Ja, wir nehmen dieses kleine Gebäude. Bei dem Ausgang ist ja direkt die Tür zum nächsten Haus, wenn ich das richtig sehe. Dieses Gesindehaus. Oh. Ein Gesindehaus? Sind wir richtig? Das ist die 5. Das ist die 5. Also ihr wandert rüber zu dem nächsten Gebäude und die Tür dort... Historisch steht die Axt gezückt. Mhm. Für den Fall, dass Nuba von weiteren Asseln angesprochen wird. Ja, und er wieder den Säbel... Nein, ich hab Fackel und Säbel in den Händen. Ah, Dual Wielding. Gut. Die Tür zu diesem Gebäude hängt tatsächlich auch nur schief in den Angeln. Das heißt, ihr könnt auch ohne Probleme eintreten und stellt fest. Möchte ich trotzdem auftreten. Warum? Oh ja. Boah, es ist schon deine Absicht, dass jeder mögliche Feind, der hier irgendwo sein könnte, mitkriegt, dass wir hier sind, richtig? Wenn sie sehen, wie aggressiv wir vorgehen, müssen sie glauben, dass wir super mächtig sind, dann sind sie von uns eingeschüchtert.
Nicht jede Person folgt derselben Grubenlogik wie du. Warum nicht? Menschen sind immer unterschiedlich und manche sind sehr speziell. Markus, ihr kein Rollenspiel. Was soll das? Ich versuche das auch zu unterbinden, indem ich auf der Zufallstabelle würfel, aber leider Gottes habe ich kein Monster gewürfelt. Von daher passiert leider wirklich nichts, während die sich unterhalten. Ich habe sogar extra einen Malus eingerechnet, aber ich habe immer noch zu schlecht gewürfelt dafür, aber das kriegen wir noch. So, ihr betretet jetzt den Raum. Der Raum ist von Westen nach Osten 8 Meter breit und 6 Meter tief. Er enthält ein Bett, Tisch und Hocker und eine schwere Eichentruhe in der nordwestlichen Ecke. Mhm. Über der Truhe sind mehrere Wandhaken. An einem davon hängt ein zerfledderter Umhang. Ich gehe zu der Truhe und versuche sie zu öffnen. Ich gucke mir den Umhang an. Indem du dagegen trittst? Erstmal. Bumm. Würfel mal. Bei der 1 nimmst du einen Punkt Schaden. Okay. Es tat weh, aber nicht so weh, als dass du dir wirklich was getan hättest. Ja. Welcher normale Mensch tritt denn einfach eine Eichendruhe? Er tritt auch Türen auf, die nach außen aufgehen. Oh ja. Ich finde es interessant, dass er Aufhänger auftritt. Hm. Ja, Vorhänge auftritt. Ja, ich habe versucht. Ja, gut. Ja, die Eichendruhe regiert nicht auf den Tritt. Was macht ihr anschließend? Wie sieht der Umhang aus? Wie schon erwähnt, echt zerflattert. Also... Du räumst den Wachter, damit du dich vorbereiten kannst. Ruhe. Ich muss das erkennen. Also der Umhang als solches, der da hängt, ist tatsächlich, sind die Reste von irgendwas. Die sind angefressen aus. Und du würdest schätzen, dass hier Ratten oder irgendwas ähnliches das versucht haben runterzuziehen, dass das einfach schlichtweg normal umhängt. Oder Kruftassen, die versucht haben, sich schick anzuziehen und dabei nicht erfolgreich waren. Bock, kennst du dich mit Schlössern aus? Also die an Türen und Truhen hängen. Ich kann sie mir mal ansehen. Dann hilf mein Nubor, der versucht die Truhe aufzutreten und ich glaube, das ist nicht so erfolgreich. Ich versuche mal mit meinem Messer das Schloss. Als du dir die Kiste anschaust und das Schloss, was da drin ist, das ist tatsächlich in der Truhe eingearbeitet, was per se schon mal ungewöhnlich ist, stellst du fest, dass dieses Schloss keine normale Öffnung hat, sondern tatsächlich so ein, münzgroße Öffnung. Also ein normaler Schlüssel könntest du dafür gar nicht benutzen. Du kannst dein Messer einfach reinstecken, aber das führt zu nichts. Da ist tatsächlich irgendeine Form von Schließmechanismus, das kannst du sehen, aber nichts, was dir jetzt irgendwie weiterhelfen würde, dabei zu erkennen, was dafür genau gebraucht wird. Auf jeden Fall muss es groß sein. Gut, wir brauchen einen großen, ungefähr so durchmessenden Schlüssel. Ich durchsuche währenddessen den Rest des Raums. Vielleicht finden wir den Schlüssel direkt an. Ich decke ihm den Rücken wegen etwaiger Asseln. Also Asselschutz. Tatsächlich findet ihr in allen möglichen Ecken und Enden dieses Raumes Rattenkot und dann auch mal abzusuchen. Quieken. Von Ratten. Ratten. Spricht dafür, dass hier keine Assel ist. Genau. Asseln halten ihre Behausung stets rattenfrei. Und leider hat man dann Asseln. Ansonsten wirklich nichts Gebrauchbares. Also ein Abenteurer sein, aufhören gar nichts. Und Asselverleiber aufmachen. Irgendwie ja. Sinnvolles. Asselzucht. Ja, nichts Sinnvolles. Nubo und Leta, Asselzüchter. Hallo. Ja. Was persönlich besonders erfolgreich als Helden, da kann man schon mal drüber nachdenken, was ob man nicht Asselzüchter wird. Ja. Okay, nein, ihr werdet jetzt... Von es kommt was. Ich bin noch mal da für Echsen. Ah, ja. Das ist. Ich nehme mal den Umhang runter und gucke nochmal, ob da irgendwie eine Tasche oder sowas dabei ist. Jetzt kriegst du was von seinem Glückwunsch. Also der Umhang fällt fast auseinander, als du ihn runternimmst. Das ist tatsächlich nur noch zerfletterte Reste von etwas, was mal ein Umhang war. Nein, ihr findet tatsächlich hier keinen Schlüssel oder irgendwas Ähnliches. Ihr findet Reste von allen möglichen Gegenständen, auch eine Menge Staub und Dreck natürlich. Ihr werdet mit Sicherheit auch noch das Übliche, was man eben in sowas dann noch hat, vielleicht Essensreste in der einen oder anderen Ecke, wobei die haben die Ratten gefressen, halt findet ihr auch das nicht. Und ansonsten diese Truhe. Wie groß ist die Truhe? Ja, die ist schon ganz schönes. Kann man die verschieben? Mit genügend Kraft kannst du die auch verschieben, also die ist nicht am Boden fest oder so. Wollen wir sie nicht schon mal rausrollen? Warum? Vielleicht ist deine Schlüssel drunter.
Ah, geht klar. Oh, ja. Du hilfst ihm, ich decke euch. Mhm. Eigentlich bist du die Stärkere. Okay, also die Truhe ist jetzt auch nicht so unendlich schwer. Also ihr habt nicht das Gefühl, dass da drin Gott weiß was. Also da sind keine Goldbarren drin oder so. Mhm. Sondern das Gewicht kommt tatsächlich, was ihr da habt, aus dem Eigengewicht der Truhe. Also, weil das sieht wirklich nach einer massiven Eichenholztruhe aus. Und kein Schlüssel drunter? Nein. Unter der Truhe befindet sich ein verhältnismäßig sauberes Stück Fußboden. Hm, gut. Merken wir uns. Truhe, wenn wir einen Schlüssel finden. Hier ist alles verkehrt rum. Wenn ich bei mir zu Hause Möbel verrückt, dann ist es da drunter streckig. Okay. Also nur bei Leta, nicht bei Das ist Bizarro-Welt. Mhm. Die Spiegeldimension. Mhm. Wollt ihr mit der Truhe jetzt noch irgendwas machen, die zum Beispiel aufbrechen? Das also, auch ich habe ein Brecheisen. Ernsthaft? Ich habe ein Stemmeisen. Boah. Hier, Zwerg, nimm mal das Stemmeisen. Ich habe jetzt einmal Spieler der Wege gut für Leute darauf hinweisen, dass man Truhen nicht mit einem Schlüssel öffnen muss. Das Schloss klang so speziell, dass ich dachte, das sei gar nicht möglich. Vielleicht ist es das auch gar nicht, du trollst uns jetzt nur mit deiner Spieler-Güte angeblich. Ja. Ich benutze Brecheisen mit Truhe. Benutze Brecheisen mit Truhe. Das will ich nicht. Die Pizza verschafft. Dann mach mal eine Probe bitte auf Kraft. Körperkraft. Ich habe eine 5 von 14. Mir wird angedeutet, ich sollte dir keine Pizza wegessen. Warum nicht? Okay, du kannst ja das kleinere Stück nehmen. Du hast ja das Brecheisen oder hast du hast ein Stemmeisen. Also rammst das Stemmeisen rein und dann halt brichst das einfach raus, das Schloss. Also die Truhe war schon massiv und das ist nur deiner Bärenkraft natürlich zu verdanken. Dankeschön. Seid ihr bald fertig mit Arsel? Nein. Gut. Brichst das Schloss einfach auf und stellst fest, dass im Inneren erstmal dir so ein Stapel mit Lederklamotten eben entgegen scheint. Die riechen auch tatsächlich hier schon etwas streng, weil die haben natürlich durch die Truhe habe ich meine Erinnerung mal gefunden. Die haben wahrscheinlich ein bisschen. Die haben wahrscheinlich einfach Wasser gezogen durch die. Die Eltern? Durch die Nähe zum Sumpf und so. So, also. Menschliche Lederkleidung. Ja, also du nimmst mal so das oberste Wams raus, stellst fest, das ist Menschengröße. Ja, definitiv. Oder sehr große, dicke Zwerge. Ja, nicht dick, nur. Längere Arme. Ich gehe mal durch, ob da noch was anderes Interessantes ist. Also du holst erstmal ein paar Klamotten raus, dann findest du Jagdtrophäen, also Federn und tatsächlich ein Stück Hirschgeweih und solche Scherze, da hat auch wahrscheinlich jemand Dinge gesammelt und dann noch ein paar Klamotten und dann am Ende einen etwa so großen Lederbeutel, der oben zugeknotet ist. Brich ihn auf. Oder vielleicht finden wir den Schlüssel dazu. Ich mache ihn mal auf. Also der Schlüssel, mit dem die Truhe abgeschlossen wurde, ist in dem Lederbeutel? In der Truhe? Der ist ziemlich kompliziert zuge... Im Ernst, du bist eine Probe? ...zugebunden. Und wenn du versuchst, den Knoten zu lösen, brauche ich eine Probe auf Geschicklichkeit von dir. Gib mal her! Ja. Probier du das! Die Knoten sind nicht meine Stärke. Also du spürst durch den Lederbeutel, dass da irgendwas Festes drin ist, also was Hartes. Auch das war ein Dressing. Ich schaffe meine Schwierigkeitsprobe. Das war so ein Dressing. Kann den entbinden. Vorher möchte ich bitte, dass Borg einmal würfelt. Bei einer 1 passieren nämlich Dinge. Ich habe eine 9. Gut. Ich würde gerne also. Ein Glas Soße. Dressing. So. Mann, die Gruftasse ist leer. Also, die... der letzte Teil ist immer der Boss. Ja,
Also du gibst die... Die müssen auch nicht so groß werden. Du gibst... Wenn wir die Asseln zwischen, können wir auch kleine nehmen, das so als Klapperasseln. Dann immer so zwischen. Ich fasse dich weiter an, wenn du nicht aufhörst. Babyasseln in Bierteig frittiert. Warum hast du ihnen, wenn ich rede? Weil wenn du das bei mir machst, gilt das als sexuelle Belästigung, richtig? Ja. Hey, das ist auch sexuelle Belästigung. Nein. Ja, das ist halt eben Sexismus gegen Männer in dem Fall. Auch etwas, was es zu bekämpfen gilt. Ich möchte hier damit aufmerksam machen, dass das nicht okay ist. Aber ich glaube, sie haben, während die Kamera nicht lief, ausgemacht, dass das in Ordnung ist. Und er hat den Safe Word. Safe Word ist noch, nein! Er muss nur noch ausdrücken, wie es heißt. Ich habe mir, hab mir drei verschiedene Safe Words aufgeschrieben. Sobald Michael aus Versehen eins davon sagt, würde ich auf ihn anzufassen. Sehr gut. Also, du gibst das Säckchen, dieses Lederbeutelchen weiter an Nubor. Und es passiert nichts Schlimmes dabei. Und Nubor nimmt das und... Oh, den Knoten kenne ich. Den hat mein Papa immer benutzt. Da muss man... Den habe ich auch in derselben Truhe mit den Lederklamotten meiner Eltern schon öfters. Ja, das war ja was Hartes drin. Den Spruch habe ich eben schon gemacht. Und dabei kommt ein kleines durchsichtiges Fläschchen zum Vorschein. Und das fällt dir auch noch ein Heller entgegen. Ein Heller? Mhm. Das Wechselgeld. Ein Heller. Ja. Ist immerhin besser als ein Kreuzer. Ja. Hm. So etwa so viel wert wie 10 Kreuzer. Schlachtkreuz. Und dabei ist dieses verkorkte Fläschchen. Guck mal, ob es Parfüm ist. Also es ist durchsichtig. Ich riech mal. Ich nehme den Stoff. Und es ist, also, ist fest verkorkt. Und du möchtest also aber den Korken lösen. Und dran riechen. Okay. Und riechst dran und es hat einen, so einen richtig angenehmen, blumigen Geruch. Das ist Parfüm, man sollte es trinken. Dann fühlt man sich besser. Parfüm. Das Parfüm ist lecker, das kann man trinken, dann geht es einem gut. Ja, aber man nicht mehr so mundgeruch hat. Ah ja. Ist Alkohol drin? Das willst du das jetzt trinken oder was? Nee, ich kork das wieder zu für später. Ja. Ich bin noch nicht genug eingesumpft worden. Das wer trägt aber dein Charisma ist schon wieder gesunken. Ja, mein Charisma ist wegen des Sumpfes oder auf 7. Klar. Wer trägt denn jetzt das Parfum? Ich trage das Parfum. Sehr gut, das Parfum. Gut. Parfumträger. Ein Glas. Was wollt ihr denn? Ja. Ist von den Ledersachen irgendwas Rüstungs? Nein, es ist keine Lederrüstung mit dabei, sondern tatsächlich Kleidungsstücke. Also wenn du jetzt nackt wärst, würde sich das lohnen, da sich trotzdem was draus auszuwählen. Aber da ich davon ausgehe, dass du normal gekleidet bist und wahrscheinlich sogar eine Rüstung trägst, ja, macht das zumindest aus dieser Hinsicht keinen Sinn, außer du findest was dir besser gefällt als deine aktuellen Klamotten. Nein. Gut. Würde auch sehr seltsam aussehen. Gut. Was wollt ihr dann machen? Vor allem die Hosenbeine. Ja, ich denke, hier haben wir alles gefunden, was wir finden können. Und keine weiteren Hinweise dazu, was hier passiert ist. Und auch kein Dokument. Also ins nächste Gebäude. Ja. Ja, wir gehen hier in das nächste Gebäude. Was, in welches? Das letzte von den kleinen? Ja. Soweit wir das sehen können, ja. Okay, als ihr da runter geht, das ist ja so ein Durchgang zwischen diesen beiden Gebäuden, die dann Richtung der des Hauptgebäudes führen, hört ihr aus diesem größeren Gebäude plötzlich Geräusche. Sag mal, habe ich dir erlaubt, noch was zu essen? Hast du schon was erschlagen? Gib das her. Look. Kein Futtern ohne Monster töten. Dahin. Was ist das für eine Regel? So. Das ist ja süß, ein witziger Kuchen. Das hast du jetzt davon. Dein Quietsch. Also. Dürfen das Essen nicht mal mehr ansehen. Gefällt's dir? Mhm. So, also. Ihr kommt an diesem Gebäude vorbei und ihr hört Geräusche aus dem unteren großen Gebäude. Ist das wieder Asche? Schepper, Krach, so. Wenn es sich ja was bewegt, könnten wir es töten, wenn wir es töten. Bleib mal leiser, Mann, das ist echt nur Müll hier überall. Was? Wenn es redet? Wir verstehen das? Hast du mich verstanden? Es geht. Das ist das, was du gehört hast. Was? Schepper, Krach, Bumm. Jemand sagt Schepper, Krach, Bumm? Ihr würfelt jetzt alle mal auf Geschicklichkeit. Auf Geschicklichkeit? Ja. Eins. Nein. Dann lügen. Ja.
Ihr lauft da, du hörst gerade, war da was? Da trittst du knack auf einen Knochen, der da am Boden rumlag. Ah. Der zerbricht wie ein morscher Ast. Hey, da war doch was. Hast du es auch gehört? Und da kommen plötzlich drei Räuber aus dem Gebäude gestürmt. Räuber? Ja. Wie haben die den Räuber. Sumpf überlebt? Da kommen drei Räuber aus dem Gebäude. Woher wissen wir denn, dass das Räuber sind? Da kommen drei Personen aus. Der Mauscursor geht über sie und sie haben die Gilde. Sie haben eine rote Umrahmung. Außerdem ist der Name über ihnen eingeblendet. Und die Stufe. Ist das okay für uns? Die haben keine Räuber, die haben keine Namen. Anderes Abenteuer. Nicht wieder hacken. Dann steht da nur Räuberstufe so und so drüber. Ich drücke die Leertaste, um das Spiel anzuhalten. Wollt ihr das hier nochmal sehen? Das ist nur Michael möchte das ab. Ich teile das gerne. Ach so, ja dann. Wir machen uns bereit, ich habe meine Axt immer noch. So, also die kommen da rausgestürmt mit gezogenen Waffen. Die haben offensichtlich sehr gutes Gehör, aber sehr schlechte Augen. Ich habe immer noch die Fackel auf und von mir rumtragen. Jetzt ist ja auch Tag. Das ist ja noch besser. Da hat die Fackel auch ganz wenig Wirkung. Ja, vielleicht kommen wir ja wieder irgendwo rein. Ich habe nicht genug Fackeln, bis ich das... Oder wir stecken hier ein paar Gebäude an, dann ist es auch heller. Feuer! Gibt es irgendeinen Plot, den man nicht damit lösen könnte? was für einen Mutwert haben die denn? Der Erste, der rauskommt, guckt erstmal ein bisschen erstaunt, aber als dann seine Kumpanen dazu kommen, so, ey! Könnt ihr euch mal die an? Das ist seine Handlung für die Runde? Nein, das ist blödes Rumgepöbel. Oh. Und... Katzen, vielleicht haben die bessere Waffen als ich habe. Wer hat 12? Du hattest 12. Ich habe 12. Du darfst tatsächlich agieren, wenn du das möchtest. Ich steche den Vordersten von dem ins Gesicht. Ich verfehle. Du zeigst ihm deinen Säbel. Guck mal, ein schöner Säbel. Ich bin wieder als Letzte dran. Ich zögere, aber ich mache mich bereit, meine überlegene Körperkraft mit der Axt in Einsatz zu bringen. Möglichst gegen einen der Gegner. So. Der vordere Räuber, der da rauskam, guckt völlig verwirrt, als du versuchst, mit deinem Säbel nach ihm zu stechen. Und hat keinen Mut. Hier steht nicht dabei, was sie für Waffen haben. Vielleicht greifen sie mit bloßen Händen an. Oh. Das ist vielleicht so unerfolgreiche Räuber, dass sie bis jetzt noch gar nichts geklaut haben. Außer den Kleidung. Denen sind ihre Schilder abgekommen. Warum soll es denen besser gehen als mir? Mit der NSC-Plot-Immunität sind sie auch im illusionären Monster vorbeigekommen. Oder die leben hier. Oder wer weiß, wie viele das vorher waren. Mit dem Räuberkompanie. 100 Mann. Welle um Welle gegen das illusionäre Monster gespielt. Da steht die Bewaffnung. Okay, fantastisch. Oh ja, er hat auch einen Säbel, stellt er gerade fest. Oh, Säbel. Und dann haut. Guck mal, Bock, die haben Säbel. Treffer. Haha. Ich habe fast nicht erkannt. Wow. Bruchfaktor! Und noch ein Würfel. Oh, 6, ich bin safe. Und 10, super. Ja, ja auch. Kling! Haha! Das sind sehr mutige Räuber. Ja, der ist ziemlich mutig. Was hast du für einen Mutwert? 11. 11, okay, dann darfst du. Dann gehe ich auf Räuber B. Mhm. Also den der, wir haben noch einen mit einem Krummschwert und einen mit einem Wurfball. Mhm. Ich nehme den mit dem Krummschwert. Warum nicht? Und ich treffe mit einer 2. Aha. Der darf nicht parieren. Das ist der zweite. Ja, aber der hat aber mit 2 gewürfelt. Das ist Meisterhaft. Das ist voll doof. Das in der Zeit könnten wir noch 9 essen. Du kriegst nie wieder was zu essen. Frechheit. Was? 9? Okay. Das ist Steinaxt. Nie wieder. Auf den nächsten Vlog sieht man dann, wie Michael immer weniger. Okay, also du haust ihn mit deiner Axt. Der hat auch nur normale Klamotten an, der hat nicht mal eine richtige Rüstung. Das ist giftig, und bumpf, also der Treffer tut echt weh, irgendwas knackt komisch und es gibt so ein schmatzendes Geräusch. Ja, die Zeit, in der wir noch schwarz-weiß machen. So, könnt ihr aufgeben. Du Schwein! Er ist ein Zwerg! Kein Schwein. Du Zwergenschwein! Zwergschwein? Okay. Oh, du großer Mini-Pin. Er trifft. Ich pariere. Oh. Nicht. Ah. Weil Axt Mist ist. Ja, weil eine Axt Mist. Es wurde erfolgreich pariert. Nicht. Dann sind das 10 Punkte Schaden. Autsch. Die wissen, wie es geht. Wasch. Also er hinterher lässt auch bei dir eine unangenehm klaffende Wunde.
aus der komische rote Flüssigkeit austritt. Das ist diese Art von Räuber mit ich habe euch alle tot, das ist noch ich habe euch alle tot und kläre auf Laudanien zurück. Er funktioniert doch bestens. Ja, ich weiß, das machen wir auch. Ich würde jetzt sagen, das ist aber die gute. Achso, ja. Okay, stimmt. Das sind auch drei. Reine Definitionssache. Und der dritte geht mit seinem Wurfbeil auf dich los, benutzt das aber wie eine kleine Handachse. Vielleicht sind das gar keine Räuber, sondern eine andere Abenteurergruppe. Ja. Wahrscheinlich. Er trifft aber nicht. Okay, jetzt bin ich dran. Ja. Oh-oh. Handachse-Man. Genau. Braucht sich nicht von mir zu fürchten. Nein, natürlich nicht, weil die zwei mit der Axt hauen. Ich bin wieder dran. Du bist wieder dran. Ich treffe. Ich pariere nicht. Ich mache Fettschaden. Das sind 7. 7? Also der hat tatsächlich... Was ist denn Fettschaden? Ne, ist das ein extra Treffer? Der hat einen wattierten Waffenrock. Oh, oh, oh. Der hat einen wattierten Waffenrock an, was tatsächlich einen Teil des Schadens zumindest auffängt, aber nicht ausreichend. Das heißt, du... Ich habe Säbel, nicht viel Schaden. Ich habe Keller Asseln erschlagen, der kann mir gar nichts. So, dann schlägt er aber auch direkt zurück. Und trifft. Ich pariere nicht. Das ist aber lieb von dir. Dann sind das 6 Punkte Schaden. Okay. Aber du mit deinem fiesen Kettenhemd hast natürlich direkt wieder den Großteil des Schadens abgefangen. Hätte ich jetzt ein eisenbeschlagenes Schild, wäre gar hättest nicht du einen, aber glaubst du, du wirst jemals einen kriegen? Ja, den nimmst du mir dann nur wieder direkt. Genau. So, Nubor. Das bist du. Bock. Ich hau wieder auf den, der mich gehauen hat. Und ich treffe von Hoffnung, die mich so mitnehmen. Ich hau den, der mich. Triffst du? Und ich treffe. Oh. Er pariert. Das finde ich sehr grausam. Bruchtraktor. Hallo, Regie. Ja, ja. Ja, sie zerbricht nicht, überraschenderweise. Meine auch nicht. Waffe hält. Die Waffe hält. Endlich eine Herausforderung. So, er greift dich an und trifft. An der Gast, früher Nachmittag. Ich pariere nicht. Die Luftfeuchtigkeit ist hoch, die Waffe hält. Die Waffe hält. 8 Punkte Schaden. Das Zwerg stirbt. Na, ja, noch nicht. Aber. Und der zweite Angriff gegen dich trifft nicht. Also der von dem zweiten Räuber, dem mit dem Wurfball. Ja, jetzt darf ich aber. Ich treffe noch weniger als vorher. Das ist super. Nubor. Nimm diesen missglückten Angriff. Haha, dann greife ich doch mal zurück an und treffe. Ich pariere nicht. Dann sind das... Moment, sieben Punkte Schaden. Wenn wir jetzt ein Total Particle hinlegen, was passiert dann? Dann gehen wir essen. Dann sind wir frei. Und ich kann abends wieder andere Dinge tun. Nein, wir bauen eine neue Gruppe. Wir bauen eine neue Gruppe und du weißt, was das bedeutet. Wir fangen ganz von vorne an. 7 Schaden? 7. Das heißt, wir spielen normal Silvana, ne? Ja, wir fangen dann ganz von vorne an. Permadeath. Ja. Wenn ich wenigstens irgendwann verfehlert. Lagerfeuer angezündet zu dem. Er greift dich an. Willst du deine Seele wieder? Vorbei und der mit dem Wurfball greift dich an und trifft. Preiset die Sonne. Ich pariere nicht. Dann sind das 8 Punkte. Dann bist du dran. Nubor. Nubor darf. Er hat schon wieder eine 18. Und er greift zurück an und trifft. Eine 9, ich pariere. Was? Bruchfaktor. 2. Viola schaut gerade an, als wären wir geisteskrank. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie da nicht gedacht hat. Haha, jetzt bin ich im Vorteil. Nein, mach doch nicht die ganzen Waffen kaputt! Verdammt! Er hat mich angegriffen! Er greift nach seinem Dolch an der Seite. Den du bisher nicht erwähnt hattest. Die wissen nämlich auch, wie es geht. Man muss immer 2 Waffen mit sich rumtragen. So, du bist. Dann attackiere ich und treffe. Oh nein, diese Spannung bei DSA-Kämpfen. Das war meine Axt. Faktor. Aber sein Krummschwert hält immerhin. Ja. Toll! Darf ich mir das ausleihen? Ja. Hier, halt mal. Ja, übergib dir sein Schwert, indem er es dir in den Bauch rammt. Kann ich noch parieren? Nein. Okay. Also du kannst mit deinem Arm parieren, was bedeutet, dass du den Schaden kriegst, wenn du parierst. Oder nicht parieren, das bedeutet, dass du den Schaden kriegst, weil er... Der trollt dich, lässt dir das gefallen. Also nur also Troll, 9 Punkte. Au. Hättest du mal ein Kettenhemd investiert in so eine blöde Axt? Die habe ich noch vom letzten Mal. Ich habe nichts gekauft. Und der trifft nicht. Deiner. Der mit dem Wurfball. Ich verfehle. Ich würfel eine 20. Ist noch gar nicht dran. Du hast uns nicht getroffen. Jetzt bist du dran. Du hast verfehlt. Gut, er zieht seinen Dolch. Du. Ich ziehe mein Messer.
Ja. Wie viel Lebensenergie hast du noch prozentual gesehen? 26 von 35. Prozentual kannst du nicht verletzen. Den habe ich noch gar nicht verletzt. Tja. So. Deiner, hatte ich den schon angreifen lassen? Nein. Nein. Trifft nicht. Und der mit dem Wurfbeil, der trifft auch nicht. Ich bin dran. Ich rechne gerade aus, wie viel Prozent Lebens. Ich treffe. Was? Wie viel hast du noch? Nicht pariert. Ich wurde ja abgebrochen. Das sind wieder 11 Punkte Schaden. 11! Okay. Plong. Sie kommt zwar nicht oft, aber wenn, dann richtig. Also in Sachen Schaden. Mhm. Macht nicht besser. Ja, Michael, das kriegst du nicht mehr rumgebogen. Krack doch einfach jemanden an oder schlag ihn. Ich würde ihn töten, der das gehört hat. Also 40% ungefähr. Ja, ich muss jetzt angreifen. Ja, du bist dran. 37. Ich verfehle. Dann greift er jetzt mit seinem Dolch an und trifft. Ich pariere. Bruchfaktor. Mein Krummsäbel hält. Der Dolch auch. Ding. Ich krieg dich. Ja, ja, in 10 Jahren oder so. Du Schwein! Arbeite mal. Ich schenke dir einen Thesaurus, ich lege einen Thesaurus auf dein Grab, genau. Pass mal auf. Ich habe noch 29 von 34. Ich nehme das Tatzelwurm-tötende Messer. Oder das Tatzelmesser? Ja. Das Tatzelmesser. Ja, das Tatzelmesser hat das ihn aber verfehlt. Nicht getötet. Ja, dann. Aber echt schwer verwundet. Der trifft. Und der mit der Wurfaxt fehlt auch. Leta darf. Ich rufe schon wieder eine 20. Guck mal da, ich habe eine Axt. Und ich habe immer noch eine Axt. Da hinten ist auch eine Axt. Jeder sollte eine Axt haben. Gut. Ich verfehle. Aha. Und ich auch. Das Messer hat auch irgendwie ist stumpf geworden. Treffer, Krummsäbel. Benutze Krummschwert mit Zwerg. Einmal mit Profis. Ich pariere nicht. Dann sind das 7 Punkte. Also kriege ich 5. Blöng, blöng. Also der mit dem Krummschwert haut schon den. Das wäre die ganzen Dritte. Haut den Zwerg schon ganz schön in Einzelteile, könnte man sagen. Und der mit dem Wurfbeil, der trifft. Treffer. Was? Ja. Ich pariere nicht. Jetzt muss ich von vorne anfangen zu rechnen, wie viel Prozent. 4 Punkte. Nimm doch ein Handy oder so. Habe ich nicht. 20. Gut. Treffer. Die Menge der 20en, die wir hier würfeln, ist einfach nicht realistisch. Pieks. Das ist gleich. Ich pariere. Oh. Bruchfaktor! Oh, meine Waffe hält. Ja, der Dolch auch. Messer trifft! Oh. Nicht pariert. Na gut, okay. Jetzt geht's los. Das sind 5 Schaden. 5! Na gut, er lebt noch, aber du. Au! Du kleiner mieser Zwerg, du Halbscharker, du! Wow, du Schnulli, du. Wie kannst du es wagen? Es könnten Kinder zuschauen. Wo war ich? Ah, Wurfball. Vorbei. Leta? Unterbrich doch mal die Mathematikstunde. Ich schlage knapp daneben, aber es sieht schon besser aus als die meisten. Schon, schon wieder eine 20. Das ist die vierte 20 heute Abend. Okay, noch eine 20 lasse ich Bruchfaktor würfeln. Okay, das ist nur fair. Denke ich auch. Was? Warum ist das fair? Ich eine Patzer-Grafik bauen. Das ist so scheiße genug. Wir können noch Patzer-Regeln noch. Ich hätte gerne, dass unsere Zuschauer das mittracken und dann in die Kommentare schreiben. Ich bin mit 82% Lebensenergie. So. Was? Ich bin mit 82% Lebensenergie. Trifft. Eine 2, ich pariere. Bruchfaktor. Ich halte. Ich auch. Der Dolch hält. Messer. Krummsäbel. Krummschwert. Vorbei. Wurfball. Auf Leta. Treffer. Ich pariere nicht. Das ist mal was anderes als eine Axt. Dann sind das 8 Punkte. 8! Ja, 8. Du. Nubo. Eine 14, ich verfehle. Der Dolch trifft dich. Was ist denn das für ein Dolch? Ich pariere. Bruchfaktor. Noch hält der Dolch. Maximal Schaden, ja, hält. So. Messer trifft mit der 2. Ah. Darf ich nicht? Probieren. Ach, verdammt. Du machst doch auch maximalen Schaden, oder? Nee, ich ignoriere nur Rüstung. Ach, hab ich nur Rüstung? Das sind dann. Ja.
Ja. Vier. Ja, ich mache minimalen Schaden. Ja, also ich meine, ihr arbeitet die aber auch alle gleichmäßig runter. Also das ist, wenn der eine zuguckt, der so... Das ist ein bisschen wie ein Tennis-Match gerade. Ja, außer dass ich halt... Ja, genau, bis auf den Zwerg, der läuft aus. Aber gut, okay, der Angriff auf Leta, Treffer. Ich pariere nicht. Ich bin immer fast fertig mit dem Ausrechnen, wie viel ich in der Lebenspunkte. 6 Punkte. Vielleicht wollte Leta weniger Mathe machen, während sie kämpft. Was ist denn dein Wert in Mathe? Da steht nichts. Ja, du kannst es nicht. Genauso wenig, wie wir nicht lesen und schreiben können. Ja, du sowieso nicht. Aber ich hab klug erzählt. Durch 34 ist auch echt übrigens wirklich scheinbar wert. Das ist echt bitter, da will ich nicht widersprechen. Gut, Michael, Nubor. 10, oh. Ich verfehle. Was? Ich habe nur 9. Durch das Kettenhemd, ne? Yes. Ja. Ja, dann ist wohl vorbei. So, dann greift er zurück an. Nein. Das Messer trifft? Nein. Doch. Da pariere ich mal nicht. Das sind dann 9 Schaden. 9? Das ist Maximalschaden. Du machst keine Löcher mehr, endlich. Okay, der Zwerg stürzt sich wirklich auf, wie Jackie die Mörderpuppe, auf den Räuber. Ich sag dir, das sind nur missverstandene Helden. Und sticht ihn mehrfach kräftig in die Brust. Also der ist dir 3 bis 4 Mal ins Messer gelaufen. Ich habe 59% Lebensenergie. Dankeschön. Der ist nicht einfach, bis wenn du einfach in deine Lebenspunkte zahlst. Und natürlich auch sein Krummschwert fallen lässt. Dann, dann, dann. Nee, Klepperschack. Oh Mann. Maximalwert. Also aktueller Wert, Schrägstrich, Maximalwert. Dann musst du keine Prozent Leta? Schreiben. Er verfehlt dich. Ich treffe dich. Du triffst nicht. Nubor. Ich treffe. Ich pariere nicht. Nimm diese fast Minimalschaden von 6. Das dauert noch eine Weile, Michael. Ich habe die höhere Rüstungsgewinne. Du hast fast auf 11 runter. Fast auf die Hälfte, würde ich sagen. Also auf 11. Also, vergiss es. Okay, ich habe mich verraten. Jetzt weißt du mathematisch Bescheid. Oh nein, das nimmt jetzt vollkommen die Spannung aus dem Kampf. Ja, finde ich schon. Weil einer trifft dich. Du wirst nicht mehr angegriffen, du darfst angreifen. Ich schnappe ja den... Was? Den Krummschwert. Das Krummschwert. Du wirst nicht getroffen, er trifft mich nicht. Ah. Du wirst wieder nicht getroffen, du darfst aber zurück an. Yay! Ich treffe! Ich pariere nicht. Nee. 7. Das reicht! Was? Klatsch! Oh Gott! Ugh. Wo ist dein Gott jetzt? Blut! Blut und Tod! Schön gestorben. Ja. Muss man ihm lassen. Ja. Vielleicht war Theater und Leidenschauspiel. Ja, vielleicht sind das gar keine Räume, sondern das ist eine Leidenschauspielgruppe an der Burg, die wir jetzt abgemessert haben. Das sind die einzigen Überlebenden. Und die führen seit dem Untergang hier immer dasselbe Stück auf. Und die Räume von Schuller oder so. Wir sind hier bei TSA, da gibt es die garantiert irgendwo. Ich oder vielleicht hast du da Glocke und hat ein berühmtes Gedicht über den Schiller von irgendwas geschrieben. 7 Schaden. 7. Und wenn es das nicht gibt, dann muss ich es jetzt irgendwo einbauen. Was ist ein Schiller? Wie ein Schimmer. Der greift für mich bis zu oder? Er hat über das Schillern der Schmetterlingsflügel. Dreht er sich auf dem Absatz rum und rennt weg. Kriege ich einen Freischlag? Einen kriegst du. Ich verfehle. Natürlich. Er rennt weg. Ich werfe meine Axt hinterher. Ah, das darfst du mal versuchen. Du hast, Moment, das ist keine Wurfax. Nein. Das ist keine Wurfax. Okay, du hast eine. Ich werfe meine Axt weg, grob in die Richtung des Fliehenden. Boah, ey, das dauert jetzt einen Moment, bis ich durchgerechnet habe, was du für eine Chance hast. Sag doch einfach unter 4. Würfel mal auf Geschicklichkeit geteilt durch 3 minus 1. Mhm. Ja. Und die Quersumme von... Nein, das ist Magieresistenz. Okay, ja. Warte, ich nicht. Was denn jetzt? Das gegen 2. Ich werfe die Axt weit daneben. Und dann renne ich direkt hinterher, weil ich gerade meine Waffe weggeworfen habe. Ah! Moment, solltest du einen Bruchfaktor-Test machen? Würfel mal mit einem W6 bei einer 1 musst du einen Bruchfaktor-Test machen. Ist aber eine 6. Nein, okay. Also sie kommt tatsächlich neben dem Räuber in der Wand. In der Steinwand der Feste? Nee, der ist so ein Balken. Zum Stecken. Oh, Gott sei Dank war dein Balken. Rondra sei Dank war dein Balken und sie hat meine Waffe geschützt. Ich gehe hin und versuche meine Axt wieder rauszuziehen. Ich laufe dem Typen hinterher. Warte, ich muss dich noch verhören. Wir müssen noch was über diese Ruine erfahren. Geh sterben! Läuft weiter.
Wohin läuft er? Du läufst in einen Sumpf, du Idiot. Bleib stehen. Er läuft Richtung des Ausgangs da oben. Ja. Zwergen sind jetzt nicht so die großen Verfolger. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe gehört, ihr seid gefährlich, über kurze Strecken. Okay. Ja. Du hörst seine Schritte sich auf entfernen. Dann. Nein, es dauert so ein Momentchen und dann hörst du so kurzes Geklapper, wie als würde jemand über einen Knüppel dann laufen. Dann so ein. Ja. Ich bin sicher, er schafft es. Dieses scheiß illusionäre Monster hat uns die Abenteuerpunkte für den Räuber geklaut. Stimmt eigentlich, wenn es so war. Ja. Frechheit. Was macht denn so ein Krummschuh? Kill Steel! Der ist. Von NSC. Entscheide jetzt mal einfach, das ist wie ein Schwert. Bumm. Was ist der Krummsäbel? Das ist ein Krummschwert. Sein Krummschwert. Ist dein Krummschwert nicht ein Säbel? Nein. Und das. Doch. Naja, so groß, eher so wie so ein Schwert, so ein Kunstschummer. Kunstschummer, es ist ein Kunstschummer. Michael, ich soll dir ausrichten: Seite 43, Corporation, erhalten 1 Ressource und 1 plus 33 plus 1 Wohlstand, Operation und Taktisches, scheint irgendwie formatiert zu sein. Gut, dann schicken das bitte an feedback at W6+4, damit mein Kollege Mirko das einarbeiten kann. W6+4, Bruchfaktor von 2. Keine Abzüge auf irgendwas. So. Nice. Jemand auf der HeinzCon wollte dann noch eine E-Mail schreiben an Crowdfunding at Ulysses Spiele, um dann auch irgendwie was nachträglich zu klären. Und der kam dann ganz entsetzt zurück und meinte, ich glaube, ich habe Crowdfunding falsch geschrieben. Ich habe eine E-Mail-Demo. Ich gucke drauf, nee, Crowdfunding ist richtig geschrieben. Hä? Wie kann das passiert sein? Dann gucke ich, Ulysses gibt es leider nicht. Ich würde aber gerne wissen, wie viele E-Mails uns nicht erreichen, weil die Leute Ulysses schreiben. Ja. Y gerade ist ja sehr beliebt. Das kommt woanders an, weil die Domain gibt's, das weiß ich. Aber. Oder zumindest gab sie mal. Hat die Domain auch Feedback und Crowdfunding als Adresse? Ich habe keine Ahnung. Aber. Die fragen sich dann jetzt, warum ihnen Leute schreiben, auf Seite 34 ist die Zeile ein Wohlstand falsch formatiert. Was macht ihr denn jetzt, nachdem ihr die schrecklichen Räuber... Ich plündere die Leichen der verbliebenen Räuber. Du stellst fest, dass sie wirklich nichts, aber auch gar nichts bei sich tragen. Die anderen hatten keine Ersatzdolche. Oh doch, die haben Ersatzdolche. Willst du die Dolche klauen? Ich möchte zumindest einen Dolch haben, zur Sicherheit. Okay. Möchtest du auch noch einen Dolch haben, der ist besser als ein Messer? Wir haben noch einen Dolch. Wir haben zwei Dolche. Einen Dolch. Ja, nachdem du einen hast, haben wir noch einen. Dann nehme ich noch einen Dolch. Ja. Ich habe noch einen Dolch. Der Dolch macht 1W6+1 und hat -4 auf die Parade. Oh, das wusste ich bisher noch nicht, verdammt. Dafür hat er eigentlich ziemlich gut pariert. 3. Was hast du dir jetzt ausgedacht? Nein, das steht hier. Der ist aber derbe stabil. Naja, machen wir so einen Dolch kaputt. Mein Krummsäbel hat ja auch 3. Deswegen haben wir die ganze Zeit da... Kling-klong, kling-klong, kling-klong. Was hat bei dir eigentlich den beschissenen Bruchfaktor von 5? Das Stemmeisen. Das ist das eine Gerät, das dazu gedacht ist, nicht großer seitlicher Belastung zu widerstehen, hat einen Bruchfaktor, der höher ist als ein Satz. So, naja, das haben wir aus dieser Schwingung. Das haben wir aus dieser Münzgießer. Hallo. Seid ihr fertig mit dem Lästern? Wenn man ein hohes C singt, dann gießt. Fertig? Ja. Nein. Nee. Was machst du? Da wir die Gegner haben sie was zu essen dabei? Nein. Also so ein Vibranium-Stemmeisen. Ein Vibranium-Stemmeisen. Bist du sicher, dass sie nicht zu essen haben? Ganz sicher. Wovon haben die denn gelebt? Von Ratten und... Können wir uns von dem Toten ein Stück abschneiden? Nein. Ich habe jetzt gehört, es gibt... Ich habe gehört, Räuber schmecken wie Kuchen. Das ist völlig widerlich. Ich glaube, gehört zu haben, dass wenn wir die nächsten Gegner besiegen... Könnte ich mir mal das Parfum näher ansehen? Oh, ja, das Parfum. Nur vielleicht. Ich werde mal das Parfum, der stinkt nach Blut und... Und nach seinen eigenen Innereien. Genau, kipp das mal in deine Innereien, die stinken. Du möchtest das trinken? Ich trinke das. Und jetzt stellt sich heraus, es war ein Berserker-Trank. Und dann heilst du 10 Punkte. Ich sag's ja, Parfüm. Also wenn wir längst mal in der größeren Stadt sind, müssen wir auf jeden Fall Duftwässerchen ohne Ende kaufen. Ja. Und die trinken wir dann. So, was möchtet ihr jetzt denn? Wir gucken uns die Räumlichkeiten an, wo die Räuber rauskamen. Ja. Moment mal, haben wir eigentlich vorhin Werbung für den Stream gemacht mit dem Freundebuch, mit der Fee drauf? Nein. Nein. Doch, das haben wir gemacht. Nein. Es gab ein Foto davon bei Facebook. Wirklich? Warum haben wir das bisher noch nicht benutzt? Weiß ich nicht. Nee, ich weiß nicht, wie es war, das Einhorn. Oh, Entschuldigung. Es gibt ja mehrere Freundebücher mit mythischen Wesen. Ihr benutzt die Freundebücher meiner Töchter. Woher willst du wissen, dass es die deiner Töchter war? Ich mache das. Die da nicht. Das ist.
Das sind völlig private Informationen. Regiekatze, Finger weg davon. Das ist hier nur das Cover zu sehen. Das Cover ist eine private Information. Na gut, das geht. Gib mal her. Nein. Die Versuchung, ist zu groß. Das ist von meiner Tochter. Ist ein Einhorn drauf. Ist ein Einhorn drauf. Und ich bin mir sicher, Michael möchte da gerne reinschreiben und Fragen beantworten. So. Hab ich das nicht schon? Nein. Ich bin vor allen Dingen sehr... Vergiss das. Ich hätte gerade einen Arbeitsauftrag bekommen. Der macht das auch noch völlig irre. Also, was macht ihr? Du hast gesagt, dann solltest du es aber in deiner Arbeitszeit machen. Ach, gut. Ihr wollt jetzt... Das hier ist Arbeit. Wollt ihr da rein? Ja. Oh, endlich. Völlig überraschend. Die Wachkaserne ist ein von Norden nach Süden 12 Meter langer und von Osten nach... West nach Osten 10 Meter breiter Raum. Drei. Voller Kuchen. Voller Kuchen. Von der in der südöstlichen Ecke gelegenen Eingangstür sind mehrere Schränke an der Ostwand und eine Reihe Betten an der Westwand und in der Mitte des Raumes zu erkennen. An der Westwand, in der Mitte des Raumes zu erkennen. Ah, ja. Betreten die Helden den Raum durch die zweite. Nein, tun sie nicht. Der Schränke ist eher Bist du sicher, dass du es so machen möchtest? Ich könnte euch jetzt die Gestalten beschreiben, die da gestanden haben. Gestanden haben? Ja, weil die haben mich ja schon angefangen. Achso. Die waren auch. So schattenhaft, damit wir die noch respawnen? Nein. Die waren. Das könnt ihr noch erkennen, dabei die Räumlichkeiten zu durchsuchen, zu durchwühlen und haben sich dabei wie die Vandalen aufgeführt, so wie ihr das natürlich nie tun würdet. Die haben alles verschoben und verrückt und haben alles aufgeschnitten und überall. Aufgestemmt! Ich sage jetzt gar keine Vandalen. Das habe ich tatsächlich gerade gedacht, aber nicht gesagt. Weil ich habe zwar Klugscheißen 2, aber das reicht ich habe 3. So, und du hältst jetzt mal die Raffel da drüben. Was sagt man denn in Aventurien dazu? Naja, als Türmi würde ich sagen, die Güldenländer. Nicht die Torwaller? Oder die Torwaller? Die haben gehaust wie die Torwaller. Die haben gewütet wie die Schwarzpelze. Und. Oh. Diese Monster. Was macht ihr? Ich damit da auch Raum eigentlich ist, müssen wir auch noch die andere Hälfte durchsuchen. Also, da sie nichts dabei hatten, haben sie offensichtlich noch nichts gefunden und da muss hier irgendwas sein. Ich zerwühle die Betten, schlitze das Bettzeug auf und die Matratzen, falls es da noch irgendwas in der Form gibt, trete sie um und... Oh, treten das? Ja. Setze meine Axt ein, um daraus Feuerholz zu machen. Besser nicht, sonst geht's kaputt. Okay, also ihr durchsucht und durchwühlt alles, führt euch auf wie die wild gewordenen Schwarzpelze. Und findet dabei in allen möglichen Ecken und Enden so einer Wachkaserne haben alle möglichen Leute Geld untergebracht. Findet ihr insgesamt 3 Silbertaler und 50 Heller. Schreib du das mal auf, Zwerg. Das heißt, ihr besitzt jetzt 3 Silbertaler und 51 Heller. Herzlichen Glückwunsch. Wenn es eine Wachkaserne war, finden wir auch Waffen? Nein. Oder Rüstung? Nope. Die sind gar nichts. Wohl. Nicht hier. Entweder geplündert oder in der Waffenkammer. Die Räuber kamen unbewaffnet hierher und haben schon alles mitgenommen. Oder es gab wohl hier einen Kampf und sie sind alle zerbrochen. Das könnte auch sein. Aber was ihr noch findet... Kuchen! Ein Kuchen! Musst du essen. Ich hoffe, der Räuber haben ihn hier gelassen und er ist nicht noch von den ursprünglichen Bewohnern dieser Burg. Genau, Räuber ist ein Kuchen. Das sieht aus wie ein Brotbeutel aus Andergast. Ist der süß? Ein Miniaturkuchen? Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Dankeschön. So, das habt ihr euch redlich verdient. Dankeschön. Tapfer. Guten Appetit. Ja, ich habe hier Leib und Beben fast dafür gelassen. Ja. Sehr schön. Was macht ihr anschließend, nachdem ihr den Kuchen vertilgt habt, der in diesem Brotbeutel drin war? Wahrscheinlich von irgendeiner liebevollen Frau oder Mutter eingepackt. Wir haben ja das Gebäude übersprungen. Viel Glück auf deiner Reise, bring möglichst viel mit. Ja. Sonst müssen wir überstehen wie den Winter. Das ist das letzte Essen, was wir noch haben. Nutze es weise, mein Sohn. Ich weiß, es ist sehr gefährlich in der Schloss Andergast, aber wenn du nicht zurückkehrst, müssen wir alle sterben. Genau so stelle ich mir das vor. Sehr gut, Michael, du hast deine Blut. Nein, du wirst jetzt nicht anfangen, die Krümel daraus zu essen. Kuchen, den du am letzten Tag vor der Pensionierung essen. Ja, das Pensionskuchen, das schmeckt am besten. Was macht ihr? Wir haben jetzt immer noch den Plan. Also ihr wollt zu dem letzten kleinen Gebäude, was da noch rumsteht. Und ich hätte gerne was da. Alright. Diese Tür ist zumindest nicht rausgebrochen, hängt nicht in den Angeln, aber ist offen. Ich trete sie auf.
Machst du sie vorher auf oder trittst du wirklich einfach nur dagegen? Ich trete gegen die offene Tür. Und gehe dann demonstrativ. Du machst sie auf und trittst dann dagegen? Nein, ich möchte dagegen treten, bevor ich sie aufmache. Du meinst doch, sie wäre schon offen. Sie ist unverschlossen. Okay, sie ist unverschlossen. Entschuldigung, die Formulierung war falsch. Was du nur rausfindest, indem du versuchst, sie normal zu öffnen. Möchtest du vorher versuchen, die Tür einfach einzutreten? Nein, ich möchte nur dagegen treten. Ich möchte sie nicht eintreten. Das ist ein Ritual, da wo man herkommt. Du tust dir dabei weh und verlierst einen Lebenspunkt. Das ist... Weil du einfach so gegen eine Tür trittst. Ich helfe mal Ketten. Nein. Habe ich keine Ketten? Nein. Man tritt nicht einfach Türen. Ich habe keine Ahnung, was in dieser Pizza war, aber irgendwie trete gerade ein bisschen auf. Was? Okay, nachdem du die Tür getreten hast und rum... Bei meinem Volk macht man das. Okay. Du hüpfst durch die Gegend. Au, 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 das au. Ich nicht. Das, ich werde euch das Lied meines Volkes ja. singen. Und wir beginnen mit der Perkussion. Bonk. Und aus irgendeinem mir nicht erfindlichen Grunde schaffst du es immer noch nicht, ein Monster anzulocken. Großartig. Was ist denn in diesem... Machst du die Tür auf? Aber ja. Gut, dass ich jetzt weiß, dass es wandelnde Monster gibt. Das habe ich vorhin schon mal erwähnt, du Schlaumeier. Ach, das hätte ich auch gut gesagt. Ich mache die Tür auf. Oh, die geht auf, fantastisch. Der Raum ist von Westen nach Osten 8 Meter lang und von Norden nach Süden 6 Meter breit. Hallo, ich lese gerade total wichtige Informationen vor. Ja, 6 Meter. 6 Meter breit. Darin stehen ein Schrank, ein Bett, ein Schreibtisch und ein Hocker. Die gesamte Einrichtung ist von einer dicken Staubschicht bedeckt und der Putz an den Wänden ist abgebröckelt. Welche Zimmer sind wir? 4. Immer noch. Wieder. Ja, also wir wollten dahin, aber wir haben es nicht dahin geschafft. Daraufhin haben wir 3 durchsucht und jetzt sind wir in 4. Ich habe übrigens neulich bei wie beschreibe ich meinen Spielern am besten einen Raum explizit gesagt, dass man... Nicht die Abmachung. Ja, aber das soll ja authentisch sein hier. Ja. Ne? Also, ja. Ja, ja, deswegen. Aber also, ich habe das geschrieben wegen dieser Spielrunde. Ja. Spielertipp. So. Wir sehen uns in diesem Raum um und machen den Schrank auf. Zwerg, mach den Schrank auf. Okay. Tritt sie in den Schrank. Nein, der Zwerg ist nicht von deinem Volk. Okay. Bei dem ist das nicht traditionell. Außerdem, mein Schwerpunkt ist wesentlich tiefer. Wenn ich da gegen irgendwas trete, bringt es halt nichts. Verstehe. Das ist wie ein Stein gegen Rollen. Solltest du mal einen Stein mit dir führen, wenn du damit nicht dagegen treten musst? Ich hatte mal einen, aber irgendwie habe ich den verloren. Du hattest einen Steinbeil, da war ein Stein dran. Ja, ich habe noch einen Stein nach ihm geworfen. Ja, ja, das ist ein Stein. Das ist ein Stein. Hier ist es unsicher. Hier fallen schon Steine von. Also dem Schrank sind tatsächlich noch Kleidungsstücke. Mhm. Der ist nicht verschlossen oder irgendwas. Die Sachen sind angefressen. Sieht auch schwer danach aus, als wären hier eine Menge Ratten unterwegs gewesen und sowas. Und du siehst dann auch... Ja. Die fressen hier keinen Staub. Ja, aber die gehen da durch. Ja, mit ihren kleinen Rattenfüßchen. Mit den kleinen süßen rosa Rattenfüßchen. Und aber die sind doch voll pelzig. Damit nehmen du entdeckst auch so ein Durchgangsloch. Die haben sich augenscheinlich von hinten ein Loch reingefressen in den Schrank. Widerlich. Rattenkot. Eklig. Total doof. Du möchtest nicht, dass du da reinschaust. Guck da rein. Nein. Außer du möchtest rattenangefressene Klamotten. Nein. Nein. Durchsuch den Schrank nach Verstecken. Benutz deine Nase. Ich nutze mal mein Zwergengespür. Der Schrank ist ein Schrank. Der Schrank ist ein Schrank. Vielleicht führt er uns ja in eine mysteriöse Feenwelt. Oh ja. Nein. Nur wenn du rattengroß bist. Gibt es dann noch den Rattenweihnachtsmann, der Waffen verteilt? Leider haben wir unsere Magierin verloren, die uns vielleicht den Ratten hätte verteilen können. Verflucht. Ihr steht jetzt ernsthaft alle in diesem Raum, vor diesem Schrank, ja? Das ist das Spannendste bisher. Ihr habt doch schon mehrere Dinge getötet. Ja, okay. Durchsuchen noch den Rest vom Raum. Ja, das Bett. Ich möchte den Schreibtisch versuchen. Der Schreibtisch! Man, da ist ein Schrank und ein Schreibtisch. Wir sind in einem Fantasy-Rollenspiel. Was könnte das Interessanteste wohl in diesem Raum sein? Der Schrank, verdammt! Nein, verdammt nochmal! Da könnte eine Rüstung hängen. Das ist nicht, bei Narnia! Du hängst deine Rüstung in den Schrank. Wir haben schon andere Schränke gefunden, in denen Rüstungen hingen. Das war doch die Vorstellung. Okay, Frau Exis Oma. Nehme ich heute die... Plattenrüstung oder ich will jetzt heute nur noch Schuppe. Ich versuche den Schreibtisch. Oh, der Schreibtisch. Ich möchte dich daran erinnern, dass ich nicht lesen kann. Stimmt. Es sind ja auch keine Schriftstücke oder sowas zu finden. Oh, schade. Ich dachte, wenn da ein Schriftstück wäre, dann würden wir es nehmen und einfach nach Hause gehen. Ja. Schließen, wir haben den Auftrag erfüllt. Aha, meine Abstammung lautet also 2 Pfund Mehl. Das sind 2 Schubladen an dem Schreibtisch und die sind beide verschlossen. Ich habe einen Universalschlüssel. Ich habe ein Stemmeisen. Mmh.
Was machst du denn mit dem Stemmeisen? Das Stemmeisen in den Zwerge, bitte, die den Schreibtisch für mich öffnet. Aber ich bin Stärke. Nein. Oh, du hast recht. Du bist sehr, sehr stark, aber ich bin stärker. Die Frau könnte Angst vor dem Schreibtisch haben, deswegen gebe ich es lieber ins Werk. Wer macht jetzt was? Ich nehme das Stemmeisen und stelle den blöden Schubladen auf. Okay. Ich stehe daneben und schmoll. Ich habe nur zwei. Ich schmoll noch. Man, knack! Die Schublade fliegt fast raus. Als du mit unbändiger Kraft, weil du ja Leta beweisen bist, was du für ein starker Zwerg bist, diese Schublade rausbrichst. Ich finde Werte nicht attraktiv bei Männern. Das ist echt ein Problem mit dieser Runde. Aber mein Charakter denkt das. In der wahren Welt ist es auch eigentlich völlig lächerlich. Ja. Das war absolut klar. Das ist nur in der... Okay. Habe ich den Mangel an Frauen? Habe ich den Mangel an Werten an Frauen? Dann sind wir uns ja eigentlich, dass wir nicht attraktiv sind füreinander. Das ist jetzt auch irgendwie widerlich, wenn ich das auf die reale Welt übertrage, was du da sagst. So, weil ich wieso? Das ist ja doch ein in der realen Welt leben wir auch kein Zwerg. Wenn ich jetzt würfel bitte, was da drin ist. Es gibt auch Frauen mit Bärten und das ist vollkommen in Ordnung. Okay, ich gönne jedem seinen Bart. Das ist sogar Michael. Aber du findest ein Ledersäckchen. Das klimpert. Ich mache es mal auf. Du empfindest 6 Silbermünzen. Ich finde es schön, dass man das auswürfeln muss. Das steht hier so. Da ist eine zufällige Anzahl von Silbermünzen drin, die erst bestimmt wird, wenn ein Beobachter reinschaut. Das ist sozusagen die Schröder-Stimme. Das Geld existiert so lange, bis du in dein Portemonnaie schaust. Das kenne ich irgendwie. Daneben ist dann noch ein schön gearbeitetes Silberfläschchen drin, was tatsächlich nicht so einen normalen Korken hat, sondern so oben so einen Verschluss. Sehr hübsch. Wie riecht das? Rat mal. Erfrischend. Erfrischend blumig. Oh, Parfum. Wir heben das erstmal auf. Und ein großer goldener Schlüssel, das ist so ein schweres Teil. So kreisrund, wo das wohl gepasst hätte. Den nein, damit. Nein, das passt gar nicht von der Größe her. Also, willst du auch den Schlüssel? Oh ja. Wobei du natürlich auf den ersten Blick direkt feststellst, so, der ist nicht wirklich aus Gold, das ist nur so eine ganz dünne Vergoldungsschicht. Okay. Deswegen habe ich ihn ja auch weitergegeben. Ich habe mir gerade goldener Schlüssel notiert, jetzt mache ich goldener Schlüssel. Okay. Was ist in der zweiten Schublade drin? Ja, versuch sie mal aufzubrechen. Das gelingt. Das hättest du ja gemacht, wenn er es nicht geschafft hätte. Hätte es nicht geschafft. Dann hätten wir es. Ich hab probiert. Ja, kaputt, fertig, geht nicht. Brecher sind verbogen. Ja. Und die Schublade ist leer. Zieh sie mal raus und dreh sie um. Vielleicht ist ja ein Geheimfach dabei. Oh, gute Idee. Ja, niemand lässt eine Schublade. Also leer. Die Schublade. Ja, Moment, da war ein Geheimfach, aber ist es leer. Sachen Dramaturgie sind die mir einfach über. Nicht nur da, Michael. Aber was macht ihr dann anschließend? Lydia Martin. Ja. Das wird ein Brüder sein. Dann bleibt nur noch das Hauptgebäude. Was? Ja, dann gehen wir jetzt runter. Ihr nähert euch dem Hauptgebäude. Wo kommen wir denn da rein? So eine große Doppeltür. Wo? Da. Und uns läuft ein Schrauder über den Rücken, als wir unter dem hochgezogenen Fallgitter hier durchgehen. Gebt mir das mal her, damit ich euch einzeichnen kann. Was ich weiß es nicht. Das war bei, sagt ihr Castle of the Wills was? Das war so ein Computer-Dungeon-Crawler, ein uralter, und wo man ständig gestorben ist. Und jedes Mal, wenn man wieder dann irgendwie geladen hat und in dieses Dungeon zurückging, bekam man immer den Satz, und dann halt auf Englisch, du hast halt eine Gänsehaut, wenn du unter dem hochgezogenen Fallgitter durchgehst. Ich habe da überraschend viele Vokabeln gelernt für dieses Spiel. Das Text-Adventure? Nee, das war schon Grafik, aber so also wie Grafik oder Dungeon Master. War Draufsicht von oben. Mhm. Und Nico hat gerade nur mal zeigen müssen, wie alt er schon ist. Sehr rudimentär und es hatte es gab viele Tricks, das Spiel war im Grunde broken. Wenn du auf eine Figur gezaubert hast, dann gab es immer eine prozentuale Chance, dass es daneben geht. Wenn du aber dahinter gezaubert hast, wurde die Figur automatisch getroffen, weil sie dann im Weg war für den eigentlichen Figuren. Und am Ende muss man, glaube ich, Loki töten. Es war halt eben so, man tritt gegen nordische Götter und sowas. Kann ich noch so Wills?
Castle of the Wills. Das Schloss der Willis. Ach, bitte. Ja. Das ist doch kein Niveau. Wills? Ich glaube Wills, W-H-I-L-L-S. Ich weiß gar nicht, was mir das sagen soll. Ich finde es übrigens total super, wie ihr dazu in der Lage seid, das zu kaschieren, dass ich gerade versuche, hier Sachen zu zeichnen. Mhm. Gut, sehr gut. Ich bin sehr beeindruckt. Journal of the Wills. Echt? Glaube ich, das war das Star Wars Magazin. Ich dachte, so, das wäre Castle of the Wills. Also, ganz große Halle. Das ist eine Menge Türen. Wo habt ihr denn den Zwerg gelassen? Der Zwerg ist Pipi. Wings? Der Zwerg ist Pipi. Wings, echt? So, hallo. Castle of the Wills. Ich würde sagen, wir gehen wieder links rum. Eyes up here. Da gibt auch mehr Sinn, das ist ein richtiges Wort. Das existiert. Ja. Gut, dass ihr das geklärt habt. Durch eine Doppeltür im Süden gelangen die Helden in einen von Norden nach Süden 28 Meter langen und von Osten, Westen nach Osten 16 Meter breiten Saal. Sie messen das erstmal aus. Auf dem Boden liegende Trümmer und das klaffende Loch in der Decke lassen vermuten, dass sich über diesem Raum früher mindestens ein weiteres Geschoss befunden haben muss. Am nördlichen Ende des Saals ist eine weitere Doppeltür sichtbar und an der Ostwand gibt es drei normale Holztüren. Welche davon sieht am ehesten danach aus, als wäre dahinter die Küche? Wir sollten nicht so gezielt vorgehen, sondern immer links entlang. Das hat uns bis jetzt die einzige Pracht dieses Saals, wie man an den großen Bannern und an den Wänden hängenden gekreuzten Waffen sehen kann, hat stark gelitten. An den Wänden die als Dekoration dienenden Rüstungen sind umgestürzt. Die als Dekoration dienenden Waffen von den Wänden gefallen und die Banner zerrissen und verstaubt. Taugen die Dekorationswaffen irgendwie? Wir haben da noch so einen Zwerg, der traurig ist. Der hat doch ein Schwert. Ich habe jetzt mal ein Schwert. Das Gefühl, dass die Dekorationsgeschichte nicht im Originaltext steht. Doch, tatsächlich das mit den Rüstungen, aber nicht das mit den Waffen. Jetzt wirst du schon von der Regie notiert. Auf der gewaltigen Tafel in der Mitte des Raumes stehen noch die teilweise zerbrochenen Überbleibsel einer festlichen Mahlzeit. Geschirr, Gläser und Besteck. Ich schaue mir das Besteck genauer an. Und ich habe ein ganz tolles Bild von diesem Raum. Ich schaue mir das Besteck trotzdem genauer an. Ist das zufällig welches aus einem Edelmetall? Das ist jetzt ernsthaft! Das ist sowas von Spielerwissen, was du da gerade einbringst. Ich spiele dieses Abenteuer jetzt innerhalb von einem Jahr zum zweiten Mal. Ich hätte gerne als Ausgleich dafür, dass ich mir das antue, den Vorteil, diese eine Begegnung vorausahnen zu können. Ich habe ihr nicht mal was gesagt bei dem scheiß illusionären Monster, obwohl ich wusste, dass es illusionär ist. Ich bin in Silberbesteck. Das ist jetzt was wert? Wenn es das wert ist, möchte ich auch was davon. Boah, dafür spielen wir tatsächlich dann das Schiff der verlorenen Seelen und die sieben magischen Kirche. Weil die sind wirklich gruselig. Und nicht in dem positiven Sinne. Nicht in dem schaurigen Sinne. Ja, es ist jetzt Silberbesteck. Ihr durchsucht das Besteck, ja. Wenn es das wäre, möchte ich auch was davon wünschen. So, dafür spielen wir tatsächlich. Das ist dann das Schiff der verlorenen Seelen und die sieben magischen Kirche. Weil die sind wirklich gruselig. Sagst du, was machst du da? Ich habe mir noch einen Lutsack. Nicht in dem schaurigen Sinne. Ja, es ist jetzt immer bestimmt. Natürlich, mir wurde der Lutsack gesucht. Ihr durchsucht das Besteck. Ja. Verschwinden. In DSA. In dem Raum, wie gesagt, alles mögliche versteckt. In dem Raum, wie gesagt, alles mögliche Was ist das hier mit deinem Abenteuer? Nein, es ist kein Abenteuer!